Ein herzliches Hallo und willkommen zu NBA 2K18. Ja, die Freude ist natürlich wahnsinnig groß, denn endlich geht es wieder los, die schönste Zeit des Jahres. Bis die NBA-Saison dann wirklich startet, die reguläre Saison, dauert es zwar noch ein klein wenig, wir sehen es auch hier. Am 17. Oktober geht es los, aber wir haben in der Zwischenzeit die Möglichkeit, uns mit NBA 2K18 ein klein wenig die Zeit zu vertreiben, und mit dazu gehört natürlich auch wieder MyGM. Es war im letzten Jahr, ich würde fast sagen, das geilste Projekt von allen. Es hat so viel Spaß gemacht, mit dir gemeinsam die Lakers zu diesen ganzen Erfolgen zu führen und ein komplett neues Team aufzubauen. Aber dieses Jahr starten wir natürlich wieder von vorne und mit einer anderen Franchise. Ich glaube, das ist klar. MyGM, das nächste Kapitel. Schlüpfe in diesem brandneuen und unterhaltsamen Story-Erlebnis in die Rolle eines General Managers in der NBA und versuche, einen Meisterkader aufzubauen. Ja. Setup Options machen wir hier mal 12 Minütchen. Simulierte Vierteldauer natürlich auch 12 Minuten. Der Rest passt. Ja. Ich habe natürlich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, Kommentare, auf Twitter-Nachrichten, auf Facebook, welches Team ich nehmen soll und was man sich so wünschen würde. Es ist natürlich klar, dass wir ein Team nehmen, was man aufbauen muss. Jetzt die Warriors zu nehmen oder die San Antonio Spurs oder irgendein anderes Team, was dieses Jahr auch wieder Titelanwärter ist, das ist natürlich hier eher uninteressant, sondern wir nehmen uns eine Franchise, wo man einiges machen muss. Und es waren viele Vorschläge dabei. Ich mache es natürlich jetzt auch ein klein wenig spannend. Ich habe lange überlegt, die 76ers haben zwar jetzt ein sehr gutes Team, sehr junges Team, aber habe ich mich dann doch aus diversen Gründen dagegen entschieden. Ne? Auch wenn wir das jetzt hier gerade eben als erstes Team sehen. Dann die Bulls natürlich ganz weit davon entfernt, an ihre ja damaligen Erfolge anzuknüpfen. Ne? Auch eine Franchise, die mich zwischendurch gereizt hat, allerdings hat mir da ein bisschen die Identifikation gefehlt, deswegen habe ich mich da auch dagegen entschlossen. Die Cavaliers, natürlich absolut kein Thema, genauso wie die Boston Celtics, da habe ich auch einige Vorschläge bekommen, aber Boston, absolut keine Option für mich, genauso wie die Clippers. Gehen wir mal durch. Ja, die Miami Heat habe ich auch überlegt, mit Whiteside und mit dem restlichen Team. Auch so an der Schneide zu Playoff-Kandidat, aber müsste auch noch einiges gemacht werden. Ja, die Hornets sind einfach ein Team, mit dem ich mich überhaupt nicht identifizieren kann, genauso wie die Jazz. Ja, die Lakers hatten wir letztes Jahr, Orlando, Dallas, die Mavs. Why not? Und so ist es auch. Wir nehmen dieses Jahr die Dallas Mavericks. Das letzte Mal Dirk Nowitzki und das erste Mal Dennis Smith Jr. Ich glaube, das ist ein Team, was natürlich, wird dauern, bis wir das zu einem Titelkandidaten herangereift haben lassen. Aber das Potenzial ist natürlich wahnsinnig. Wir gehen mal rein in den Teamkader. Wir haben Barnes, 25, mit einer 81. Wir haben Dirk Nowitzki, 39. Trotz allem, der gute alte Dirk auf der 4. Kann man sicherlich immer noch integrieren. Wir haben Noel auf der Center-Position. Ist jetzt auch nicht gerade das Schlechteste. Dann haben wir Matthews. Wäre jetzt eine Position, wo ich versuchen würde, vielleicht da irgendwie was hinzubiegen. Dann haben wir den jungen Bruder von Curry. Auch ein guter Spieler. Jetzt auch bestimmt mit der Möglichkeit, ihn zu integrieren. Aber gut, wir haben natürlich hier Dennis Smith Jr. dieses Jahr gedraftet von den Dallas Mavericks. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Jetzt schon, und ich hoffe, er startet einfach richtig, richtig krass durch. Dann sehen wir aber gleich, ja, wir haben hier vielleicht auch eine kleine Überbesetzung. Farrell, auch ein sehr, sehr guter und junger Spieler. Also ich glaube, dass man da durchaus auf der 1 gar nicht so viel machen muss, sondern die beiden einfach nur fördern, spielen und hochziehen muss. Auf der 2 sehe ich dann schon Potenzial, dass wir was machen müssen. Ne?
Ja, es, wie gesagt, wenn wir hier durchgucken, gibt schon einiges zu tun. Es gibt sehr, sehr viel zu tun. Und deswegen sind es dieses Jahr die Dallas Mavericks. Atmen Sie tief durch, Maxi. Wir müssen die Ergebnisse vom MRT bald haben. Also, wir starten hier direkt rein mit einer Sequenz. Mein Knie, ich kann es nicht beugen. Irgendwas stimmt hier nicht. Solche Schmerzen hatte ich noch nie. Sie sind einfach blöd gelandet. Das Knie schwillt an, was zu erwarten ist. Bald wissen wir mehr. Wie kann mir das passieren? Wie kann das heute passieren? In den Playoffs. Ich war richtig heiß. Mann. Bei wie vielen Punkten war ich? 30? Sie waren schon bei 36. Machen Sie sich darüber jetzt keinen Kopf. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung. Was wenn... Sean. Maxi, ich habe gerade die MRT-Ergebnisse bekommen. Vorweggeschickt. Es ist alles noch sehr früh, aber... Unsere erste Diagnose deutet auf einen vollständigen Riss des vorderen Kreuzbands sowie Teilrisse des hinteren Kreuzbands und der Kollateralbänder hin. Was heißt das? Ich habe einen Kreuzbandriss? Von diesen ganzen anderen Bändern habe ich noch nie gehört. Maxi, es ist sehr ungewöhnlich, gleichzeitig Verletzungen an allen diesen Bändern im selben Knie zu erleiden. Vor allem das Kollateralband wird meistens nur durch einen direkten Schlag auf die Innenseite des Knies beschädigt, durch den das Knie zur Seite gedrückt wird. Wenn das Knie... Danke, James. Wir verstehen schon. Konzentrieren wir uns darauf, dass Maxi sich wohlfühlt. Wir müssen in ein paar Tagen noch einmal ein MRT machen, wenn die Schwellung abgeklungen ist. Erst dann wissen wir, womit wir es zu tun haben. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss noch die Meinung von ein paar Kollegen zu diesen Bildern einholen. Was bedeutet das für meine Karriere? Wie lange muss ich aussetzen? Wann kann ich wieder spielen? Maxi, ich will nicht schönreden. Das ist wirklich nicht gut, aber die gute Nachricht ist, es sind schon Spieler von viel schwereren Verletzungen zurückgekommen. Dallas, Texas, 6 Jahre später. Mr. Donalds, ich bin gerade erst angekommen. Es war ziemlicher Verkehr. Ich bin in ein paar Minuten da. Maxi, ich nutze gerne jeden Moment voll aus. Also, holen wir alles aus diesem Moment heraus. Ja, natürlich, Sir. Ich würde gerne die Tagesordnung für heute besprechen. Natürlich, es ist Ihr erster Tag. Sie werden unendlich viele Leute begrüßen und kennenlernen müssen. Sie können sich bestimmt vorstellen, wie viele Leute in der Organisation dem legendären Maxi Joe die Hand schütteln wollen. Ganz einfach. Leider ist das noch nicht alles. Der schwierige Teil ist Ihre Vorstellung auf der Pressekonferenz. Wir haben sie für 14 Uhr angesetzt. Die Medien hier sind nicht gerade zimperlich. Sie spielen mit harten Bandagen. Sie stellen unbequeme Fragen. Wie Sie auf diese Fragen antworten, liegt das Fundament dafür, was Sie hier erreichen können. Mr. Donalds, ich sehe gerade Wick und Barnes in das Trainingszentrum gehen. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich kurz zu Ihnen laufe und mich schnell vorstelle? Bitte nennen Sie mich Alan. Und kein Problem, wir sehen uns in ein paar Minuten. Wick, Harrison, warten Sie! Ich wollte mich kurz vorstellen, ich bin Maxi Joe, der neue GM des Teams. Mr. Joe, willkommen! Ich war ein riesiger Fan von Ihnen, als Sie noch gespielt haben. Ich freue mich echt wahnsinnig, dass das Team Sie angeheuert hat. Ich denke mir, wenn der GM, naja, in der Liga gespielt hat, wenn er selber alles durchgemacht hat, was wir Spieler durchmachen, das ist sicher gut für das Franchise. Man hat dann einfach, ja, den Respekt der Spieler, das kann ich Ihnen sagen. Danke, Harrison. Ehrlich gesagt bin ich auch ein großer Fan von Ihnen. Ich bin schon gespannt, was wir gemeinsam erreichen können. Mr. Joe, es ist mir eine Ehre. Ich habe Mr. Donalds gefragt, ob Sie ihm irgendeinen Hinweis gegeben haben, ob Sie Ihr eigenes Personal mitbringen werden oder Sie mit unserer Arbeit zufrieden sind. Rick,
wir haben noch nicht über das Personal gesprochen. Im Moment sind wir noch in der Kennenlernphase. Aber ich sage Ihnen was, ich mag Sie. Ich halte Sie für einen klugen Mann und ich weiß, dass Sie den Respekt der Spieler in der Umkleide genießen. Der Coach ist definitiv ein Players-Coach. Er will gewinnen. Ich will gewinnen. Nur darum geht es mir. Deswegen sind wir doch alle hier, oder? Ich freue mich auf ein tolles Jahr. Wir haben eine echt gute Truppe. Geht mir auch so. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss zum Büro von Mr. Donalds. Wir haben heute viel zu besprechen. Mein erster Tag ist gleich schon einmal vollgepackt. Und so startet MyGM ganz anders als in den letzten Jahren. Ich glaube, wir haben das alle schon am Rande so ein bisschen mitbekommen, dass GM dieses Jahr mit einem Story Mode versehen ist. Und ich glaube, hier kriegen wir schon mal die ersten Eindrücke zu sehen. Maxi Joe, das sind wir. Der Spieler, den wir in der Auftakt erstellt haben. Aussehen lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wenn ich jetzt ganz okay. Ansonsten geht's weiter. Alan, entschuldigen Sie die Verspätung. Ist schon in Ordnung, Maxi. Nehmen Sie Platz. Hey, hat Riff Ihnen beim Reinkommen eins Ihrer weltberühmten Chai Latte Spice Gones angeboten? Die sind echt überirdisch. Hab ich wohl verpasst. Sie haben mich sogar dazu inspiriert, eine App zu entwickeln, die einem in Echtzeit sagt, wenn man bei der Lebensmittelzubereitung zu viel von einer Zutat hinzufügt. Es ist echt revolutionär. Wir müssen noch ein paar Probleme lösen. Beispielsweise, wie man sein Handy auf den Teig gerichtet hält, während man Zutaten hinzufügt. Aber ich glaube, das wird eine Revolution im Lebensmittelzubereitungssegment. Was ein Wort. Wir nennen die App Baker Body. Also, Sie haben gesagt, dass Sie Wick und Barnes beim Reinkommen gesehen haben. Ja, gute Jungs. Ich habe mich kurz vorgestellt, aber wir hatten nicht lange Zeit zum Plaudern, weil ich Sie nicht warten lassen wollte. Sie werden jede Menge Zeit haben, das Team kennenzulernen. Maxi, ich möchte Sie gerne offiziell und persönlich als den neuen General Manager der Mavericks an Bord begrüßen. Ich weiß, dass Sie nicht viel Erfahrung als General Manager haben, aber ich beobachte Sie schon lange. Erst als Spieler, dann als Assistent-GM. Ich muss sagen, Sie sind sehr beeindruckend. Danke, Sir. Ich erinnere mich auch noch an den 17. Mai 2011. Es war ein trauriger Tag. Sie haben in Dallas gespielt, hatten Mitte des dritten Viertels irgendwas um die 30 Punkte. 36, Sir. 36. Also, wie ich gerade sagte, Sie haben an beiden Enden des Parketts dominiert. Sie haben Stärke und Mut und Hartnäckigkeit und Anmut gezeigt. Später dann zu hören, dass es Ihr letztes Mal auf dem Parkett war, bricht mir das Herz. Ich weiß, wie hart man schuften muss, um es nicht nur in die NBA zu schaffen, sondern in die Elite, so wie Sie. Es hat etwas gedauert, aber ich habe meinen Frieden mit meiner Karriere geschlossen. Ehrlich gesagt war ich sowieso kurz davor, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Das glaube ich keine Sekunde lang. Was ich aber glaube ist, dass die Arbeitseinstellung, die Motivation und die Hingabe, die Sie zu einem so guten Spieler gemacht haben, exakt die Eigenschaften sind, die Sie auch zu einem herausragenden GM in dieser Liga machen werden. Sie verlieren nicht, ich verliere nicht. Die Fans hier sind hungrig nach Erfolg, die Medien sind hungrig nach Erfolg. Jeder einzelne Mavericks-Fan will eine ihrer Kolumnen darüber lesen, wie toll das Team ist. Wenn die Siege ausbleiben, fangen die Medien an, nach Rissen zu suchen. Nach Rissen, die sie ausnutzen können, um Stories daraus zu machen, um Klicks zu bekommen oder was auch immer ihnen wichtig ist. Erwartung. Als Sportler habe ich gelernt, dieses Wort sehr genau zu verstehen. Mal sehen, es ist 13.50 Uhr, Maxi. In etwa 10 Minuten müssen Sie Ihre erste Amtshandlung als GM vornehmen. Die Pressekonferenz, auf der Sie vorgestellt werden. Das wird keine... Nicht eine, nicht zwei Sache wie bei LeBron damals. Die Medien hier sind tough. Sie gehen knallhart zur Sache. Und sie werden Ihnen Fragen stellen, die Ihnen unangenehm sind. Kommen Sie damit klar? Ich lebe dafür, Sir. Gut. Mein Rat lautet, lügen Sie nicht. Seien Sie ehrlich. Seien Sie offen. Sagen Sie ihnen ruhig, was Sie denken. Aber beschützen Sie immer die Organisation. Wenn Sie rausgehen und sich Regenbogen aus den Ohren pusten, werden die sie bei lebendigem Leib auffressen.
Danke für den Ratschlag, Allen. Sie haben den richtigen Mann angeheuert. Ich bin bereit, der NBA zu zeigen, wozu ich fähig bin. Maxi, willkommen. Sie haben in Ihrer Eröffnungsrede schon ein wenig darüber gesprochen, aber ich würde gerne noch mehr über Ihre Vision für das Team erfahren. Welche Ziele haben Sie für diese Saison und mittelfristig? Ein vollkommener Umbau. Kleine Änderungen sind nötig. Mir gefällt unsere Situation. Wir sind dieses Jahr in einer sehr interessanten Ausgangslage. Ich weiß, dass das nicht jeder so sieht, aber in meinen Augen sind nur ein paar kleine Änderungen nötig, damit das Team dasteht, wo wir es haben wollen. Unsere Jungs können alle spielen, daran habe ich keinen Zweifel. Aber sind sie der richtige Trupp, um uns zu unseren Zielen zu führen? Das muss ich herausfinden und genau wie jeder andere GM werde ich das im Laufe der Saison immer wieder analysieren. Wir haben einige starke Spieler, einen sehr soliden Kern. Ich glaube, wir sind nur einige kleine Veränderungen vom ganz großen Wurf entfernt. Maxi, wie sieht es mit Ihrem Head Coach aus? Wollen Sie Ihre eigenen Leute an Bord holen oder sind Sie mit Coach und seinem Stab zufrieden? Ich vertraue dem Head Coach, ich muss das analysieren. Es ist Zeit, nach vorne zu sehen. Ich habe vollstes Vertrauen in Wick. Er geht super mit den Spielern um, er geht super mit den Medien um und er ist einer der klügsten Basketballköpfe, die ich kenne. Er wird uns dieses Jahr wirklich voranbringen. Der Mann mit dem Plan. Also, das ist der Anfang gewesen von MyGM. Und jetzt befinden wir uns hier in dem Table, den wir auch schon aus dem letzten Jahr kennen. Ich habe ja Ende letzten Jahres bei MyGM, ja immer Ende letzten Jahres, es war noch in diesem Jahr, aber am Ende von NBA 2K17 gesagt, ich brauche gar nicht so viele Änderungen in MyGM. Und ich bin gespannt, ob und wie sie das umgesetzt haben. Von der Struktur her bin ich ganz froh, dass sie es erstmal so gelassen haben. Das gucken wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Das war der Start. Das war der Amtsantritt von Maxi Joe, also mir. Beziehungsweise eigentlich uns. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du Bock hast auf MyGM, dann natürlich gerne ein Däumchen da lassen, falls du es noch nicht getan hast. Ein Abo. Schreib mir gerne in die Kommentare, was hältst du von der Wahl Dallas Mavericks? Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dein Max. Ciao.